Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfL Bochum 1848. Das Ganze am Samstag um 15.30 Uhr in Sinsheim. Auf Bochumer Seite werden uns mindestens 2000 Fans begleiten. So viele Karten haben wir im Vorverkauf abgesetzt. Aber da noch ein wenig Platz im Gäste-Fanblock ist, ist auch dort vor Ort in Sinsheim noch eine Tageskasse geöffnet. Statistik, bisher 10 Pflichtspiele gegen Hoffenheim, alle in der Bundesliga. Bilanz positiv aus Bochumer Sicht bei 6 Siegen und 4 Niederlagen. Gibt also nur das eine oder das andere. Unentschieden war noch nicht dabei. Bei den Ehemaligen ist unter anderem auch der Mann auf dem Podium neben mir dabei. Peter Zeitler war schon mal für die TSG tätig, ebenso wie Felix Passlack und Moritz Broni-Quarteng. Auf der anderen Seite haben wir niemanden identifizieren können, der schon mal für den VfL aktiv war. Und wie immer zunächst einmal die Abfrage an den Trainer. Matto Spero, Bernardo und Myron Boadu waren diejenigen, die unter der Woche nicht mittun konnten. Ist das immer noch so? Und wie sieht es bei den Nationalspielern aus, also Tim Oermann, Ibrahima Sissoko und Aliou Baldé? Ja, im Gegensatz zu Bero und Bernardo, die jetzt nicht zur Verfügung stehen, hat Boadu heute schon wieder mittrainiert. Und es besteht die Chance, wenn er morgen das Abschlusstraining dann auch gut bestreiten kann, dass er dann klar mit dabei ist. Zu den Nationalspielern, also Tim Oermann hat ja einen 90-minütigen Einsatz für die U21 des DFB und hat heute schon wieder normal mittrainiert, ist also dann im Kader. Und dann haben wir natürlich die zwei Afrikaner, wenn ich sie so nennen darf, die dann auch heute bereits wieder da sind und der andere wird gleich erwartet. Da geht es jetzt darum, dass sie morgen dann gut trainieren, dass sie im Abschlusstraining mit dabei sind und dann können wir die Entscheidung treffen, ob sie dann auch am Samstag mit dabei sind, was normal wäre und von dem gehe ich auch fest aus, aber sie haben jetzt noch kein Mannschaftstraining bestreiten können, nachdem sie ja noch am Dienstag in der Nacht gespielt haben und die Rückreise erst jetzt über die Nacht war auf heute. Okay, Mikro liegt schon zwischen euch. Wer möchte? Günter Pohl macht den Anfang. Ich habe eine Frage zu Bernardo, wobei ich gar nicht weiß, ob Sie der richtige Ansprechpartner dafür sind oder vielleicht Marc Lettau. Es geht darum, wir haben jetzt erfahren, dass Bernardo seine Reha in Brasilien fortsetzt. Und da meine Frage, und das ist mir auch so als Denkanstoß mitgegeben worden, ist die medizinische Betreuung in Deutschland nicht ausreichend, um einen Spieler hier gesund zu bekommen und vor allen Dingen nicht nur gesund zu bekommen, sondern auch sich regelmäßig über den Gesundheitszustand zu informieren, weil Bernardo ja seit dem Sommer sich gegenüber dem VfL nicht immer so verhalten hat, wie man das erwarten kann. Und ihm jetzt nach seiner Verletzung dann noch diese Vergütung zu geben, nach Brasilien zu schicken, wo er ja auch ein bisschen sich der Kontrolle des VfL erzieht, das wirkt in der Öffentlichkeit nicht gerade glücklich. Gibt es da konkrete Gründe für? Kann man da irgendetwas außer das Seelenheil vielleicht positiv beeinflussen? Da würde ich doch gerne mal hinterhaken. Ja, Sie haben jetzt in Ihrer Frage sehr, sehr viele Aspekte erwähnt, aber auch das, was Sie zuerst erwähnt haben, dass ich da sicher nicht der richtige Ansprechpartner bin jetzt. Wie das jetzt genau ist, wir wissen ja, dass da nochmal eine Verletzung vorlag und dann ist das, was ich sagen kann, so, dass es nach Absprache natürlich mit unserem Verein getroffen wurde, dass er jetzt ein paar Tage in Brasilien ist, aber mehr kann ich wirklich nicht dazu sagen. Da bitte ich um Verständnis. Nur eine Sache, es gibt natürlich Informationsaustausch, das habe ich jetzt in den letzten 3 Tagen schon mitbekommen, dass da ein Austausch ist, aber mehr kann ich als Cheftrainer des VfL Bochum nicht dazu sagen. Könnten wir die Frage dann vielleicht gleich nochmal an Marc Lettau weitergeben? Könnt ihr gleich machen, ja, auf jeden Fall. Weitere Fragen? Stefan Dörl von Funke Sport. Günther, das Mikro müsste dann einmal zu Stefan kommen. Herr Zeitler,
Es ist, glaube ich, im Training offensichtlich gewesen, dass sie was anderes machen werden von der Aufstellung her, beziehungsweise von der Systematik her, als in den ersten Wochen dieser Saison. Können Sie ein bisschen erläutern, wie es gegen Hoffenheim aussehen wird und was zum Umdenken vielleicht ja, geführt hat? Ja, Sie gestatten mir, dass ich Ihre Frage ein bisschen konkretisiere. Das stimmt natürlich nicht, dass wir jetzt irgendwas oder das noch nie trainiert hätten. Wir haben es sehr oft trainiert seit Saisonbeginn, haben wir in zwei verschiedenen Systematiken trainiert und auch gespielt. Ich kann mich erinnern, in Freiburg war es eine 4-3-3-Ordnung. Auch in anderen Spielen haben wir das phasenweise gemacht. So sind wir auch die Saison angegangen, dass da zwei Systematiken da sind, die wir trainieren, wo wir auch versuchen, das in Richtung richtig stimmig zu machen. Wir sind nicht, und dafür stehe ich auch so, dass wir 5-6 Systematiken da versuchen zu spielen, sondern in diesen zwei waren wir. Da kann man irgendwann mal vielleicht auf eine dritte ausdehnen. Und deshalb ja, haben wir meistens jetzt, oder ich weiß gar nicht, in wie vielen Spielen da mit einer 4-4-2-Ordnung, die aber auch immer modifiziert angefangen, die wir auch ab und zu modifiziert haben, begonnen. Aber 4-3-3 war immer auf unserem Plan auch. Ob wir jetzt da morgen beziehungsweise übermorgen in einem 4-3-3 beginnen oder im Laufe des Spiels umstellen, kann sein. Wir haben heute Morgen auch aus meiner Sicht eine sehr gute, mit unserer Mannschaft eine sehr gute Videobesprechung gemacht, wo wir auch da nochmal nicht die Systematiken, die verschiedenen thematisiert haben, das machen wir dann in der direkten Vorbereitung, sondern wo wir die Prinzipien angesprochen, gezeigt haben, und die sind letztendlich, egal in welchem System, die gleichen. Ich glaube, das kann ich dazu sagen. Natürlich ist es immer wichtig, auch für den aufmerksamen Beobachter, wie ist jetzt die Grundordnung und so, wie wird die geändert. Ich verstehe das. Ich bin auch einer, der sich für Fußball interessiert, kann man davon ausgehen. Aber nein, würde ich jetzt nicht so hochhängen. Es geht um Prinzipien, dass wir die gut umsetzen. Und da sind wir beim entscheidenden Punkt, dass wir die besser umsetzen jetzt noch und dass wir dann auch die Chancen erhöhen auf den Erfolg. Markus Gansimov macht erstmal weiter von der Watzburg. Guten Tag in die Runde. Gegen Wolfsburg war klar zu sehen, dass die Wolfsburger die Anspielstation Antonio Lucia, wenn er sich in die Abwehr hat zurückfallen lassen, sehr konkret angelaufen haben und das unterbunden haben. Wie ist da Ihr Lösungsansatz jetzt fürs Spiel in Hoffenheim? Ja, ich habe vor allem im Kopf, dass sie viele lange Bälle gespielt haben. Klar, das hat jede Mannschaft. Wir spielen jetzt in dem Spiel mit Lucia auf der 6 und dann ist immer eine Möglichkeit, dass man da Bälle ja, nicht nur erobert, sondern versucht da anzulaufen. Aber ja, das kann auch bei Abwehrspielern sein, das kann über außen sein. Ich denke, unser Gegner, der uns jetzt erwartet, Hoffenheim, sind so variabel, dass sie immer einen ganz konkreten Plan machen fürs Spiel. Aber ja, Lucilla ist so stark am Ball, dass sie ihn anlaufen können, wenn er in guter Verfassung ist. Dann kann er auch da mit wenig Kontakten rausspielen und wir laufen da nicht ins offene Messer. Also ich denke, es gibt verschiedene Pläne, natürlich gegen uns zu spielen. Das kann einer davon sein, aber es gibt immer Lösungen für uns, dass wir das umgehen. Und ich sehe uns auch in der Lage dazu. Stefan Döring hatte gerade nochmal eine Wortmeldung. Nochmal an die Frage davor anknüpfend. Es ist ja auch unter der Woche ein Thema gewesen, dass die Außenverteidiger entsprechend in der Systematik, in den Prinzipien relativ hoch stehen und Unterstützung brauchen. Ist das durch eine Umstellung dann mit drei Leuten vor der Viererkette, ja, entlasten diejenigen dann Felix Passlack und Matzi Wittek? Ja, die Bedeutung der Außenverteidiger, wenn man mit einer Viererkette spielt, ist natürlich sehr groß. Ich meine, jeder Spieler hat eine große Bedeutung, aber wir erwarten von ihnen natürlich, dass sie nach vorne was bringen, dass sie uns unterstützen, im Idealfall sogar in den Strafraum kommen oder sogar bis zur Grundlinie des Gegners. Und auf der anderen Seite brauchen wir sie natürlich auch in der Verteidigung, ja, dass sie dann einrücken müssen, um Überzahl zu schaffen über den Außenverteidiger. Ganz klar, sehr anspruchsvolle Aufgabe. Ich denke, wir haben zwei Jungs, Sie haben sie genannt, mit Wittek und Passlack, die momentan spielen.
spielen, die eine gute Entwicklung haben. Aber auch bei ihnen erwarten wir, dass sie natürlich noch besser spielen. Unterstützung brauchen sie immer, sowohl offensiv als auch defensiv. Und auch da war Dortmund natürlich schon eine Sache, wo wir gesehen haben, das vorletzte Spiel, dass wir die unterstützt haben defensiv. Also es war der Matthäus Bero, der jetzt der ausfällt, auf der anderen Seite Sissoko, die dann auch wirklich ihnen geholfen haben, natürlich auch mit dann der Unterstützung von der Position 6. Schauen wir, wie wir das morgen machen. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Wir haben verschiedene Sachen im Kopf, sowohl personell als auch dann systematisch, taktisch. Und es gilt jetzt, das Richtige auszuwählen und vor allem dann richtig mit viel Herz und mit viel Überzeugung dann umzusetzen. Günther Pohl macht weiter. Quarteng hat die Woche auch mal ein bisschen kürzer wieder getreten. Er hat zuletzt so ein bisschen vermittelt, dass nach dem verkorksten letzten Jahr er im Aufwind ist. In Köln waren da auch einige sehr gute Sachen von ihm zu sehen. Ist er so weit, dass er für die Startformation quasi eine richtig echte Option ist? Und wen ich auch noch sehr gut gesehen habe, war Moritz Broschinski, der ja auch das Tor gemacht hat, das ihm Selbstvertrauen gegeben hat, wo er auch mal gesehen konnte, dass er auch mit dem Ball umgehen kann. Sind die beiden ganz heiße Startelf-Kandidaten oder verrät das dann schon wieder zu viel? Nein, es sind auf jeden Fall, wie Sie richtig sagen, sehr ernsthafte Startelf-Kandidaten. Wir beginnen bei Momo Quarteng. Ist es so, dass er in dem Spiel nicht nur ein Tor gemacht hat, sondern auch Akzente gesetzt hat. Ich glaube, es geht noch besser. Aber er hat natürlich schon Schritte gemacht, nachdem, wie Sie es bezeichnet haben, kann ich nicht beurteilen, aber es kommt von Ihnen, verkorksten Jahr, letztes Jahr natürlich verletzungsbedingt, aber jetzt hat er es geschafft mit der Unterstützung von allen im Verein, dass er eine sehr ernsthafte Startelf-Option ist. Köln ein Tor und sonstige Aktionen, leider, ja, das muss man hinzufügen, aber es sind ja noch 3 Tage oder 2 Nächte bis zum Spiel, leider war er doch die ausgehend oder beginnend am Wochenende ein paar Tage infekt geschädigt und hat erst gestern zum ersten Mal mit der Mannschaft wieder trainiert. Aber ich glaube, im Startelf-Einsatz steht nichts im Wege und wir werden jetzt schauen, wie wir das dann genau machen zu Beginn und auch während des Spiels. Was Moritz Broschinski angeht, wir haben es immer gesagt, in den letzten Wochen war er derjenige, der, glaube ich, im Training am meisten getroffen hat. Er hat dann zwar immer seine Chance bekommen, aber war dann doch 1-2 Spiele unglücklich, vor allem in Dortmund, wo er eine Riesenchance hatte zum Führungstreffer. Ich denke, in Wolfsburg, auch wenn wir es verloren haben, ich habe es natürlich nicht vergessen, aber gegen Wolfsburg hat er frischen Wind gebracht nach seiner Einwechslung, sehr viel frischen Wind mit ein paar Kollegen, auch Daschner, die da reinkamen. Und ich denke, dass er jetzt von Anfang an spielt, es rückt näher. Es kann dann sein, dass wir morgen und übermorgen mit ihm starten. Das ist sehr gut möglich, aber auch da haben wir natürlich noch eine wichtige Trainingseinheit und die ist morgen. Aber Sie haben es richtig gesagt, zum Abschluss von meiner Seite, er hat sehr viel Qualitäten. Er ist natürlich auch noch jung mit 24 und da kann man noch schon noch einiges erwarten. Ja, und wir warten auf seinen Durchbruch, ganz klar. Günter Pohl. Ja, auf den Durchbruch, der schon angedeutet wurde von Miyoshi, warten wir ja natürlich auch noch. Keiner im Bochumer Lager glaubt, dass er dem VfL nicht in dieser Situation helfen kann. Aber keiner sieht ihn ja auch täglich, minütlich im Training so wie Sie. Wie weit ist er und wo kann er am dringendsten helfen, nachdem Sie ihn ja jetzt ein paar Wochen haben studieren können, in Anführungsstrichen? Ja, ich glaube, heute war es. Es war ein sehr gutes Interview in der WAZ, wo er sich geäußert hat, Miyoshi, und wo er es eigentlich genauso geschildert hat, wie es ist. Nämlich, dass er einen sehr verheißungsvollen Auftakt hatte in Freiburg mit diesem 2-0, was er fast schon drin war. Und dann kam leider ein Rückschlag mit einer muskulären Sache, die hat ein bisschen zurückgeworfen. Dann war es ein unglücklicher Einsatz in Dortmund, wo ja, das vielleicht der falsche Moment war, wo er dann reinkam im Training. Wird er immer besser. Und das Gleiche, was ich über Quarteng, Momo, Moritz Broschinski gesagt habe, gilt auch für Miyoshi. Ja, wir haben Spieler, die natürlich noch besser werden müssen, aber sie sind jetzt kurz davor, dass sie uns richtig helfen können. Ob das von Anfang an ist oder dann im Laufe des Spiels, müssen wir sehen. Aber die Position, wo er spielen kann, er kann auf verschiedenen Positionen spielen. Im offensiven Bereich sicher nicht Mittelstürmer als höchster Spieler, aber alle anderen Positionen. Egal ob in welcher Systematik vorne, das sind 3, 4, vielleicht sogar 5 Positionen, kann er spielen.
Markus Rensinghoff bräuchte das Mikro einmal. Aus Ihrer Erfahrung als Trainer, wie weit wirkt sich aus, dass bei Ihnen jetzt 5 Nationalspieler gefehlt haben und bei Hoffenheim sogar 12? Ja, die Zahl. Im Training, Entschuldigung. Ja, wir haben das zusammengestellt bei uns im Trainerteam, dass wir auch genau wissen, wo sind die Spieler des Gegners, dass wir die auch beobachten können. Ich glaube, was mir spontan einfällt, die Kramaric, ein wichtiger Spieler, hat in Polen gespielt beim 3:3 und wir sind da sicher auch mit dabei und haben sie natürlich logischerweise beobachtet, welchen Einfluss das ausübt. Ich glaube, wenn das Spiel Freitag wäre, dann wäre es nicht so gut. Ja, Freitag hat man dann keinen Tag mit den Spielern gemeinsam, aber wir haben jetzt, Irrmann zum Beispiel war heute schon wieder voll mit dabei und am morgen auch beim Abschlusstraining. Also das reicht dann schon wieder, wenn vorher die Grundlage so gelegt ist, dass sie verstehen, wie wir spielen wollen. Ich glaube, das ist bei Irrmann der Fall, um dieses konkrete Beispiel zu nennen. Ja, da muss man sich dran gewöhnen, auch die Spieler dran gewöhnen. Es ist natürlich schon eine sensible Sache, wenn Spieler 10, 11 Tage weg sind, auch natürlich von unserem Verein bezahlt werden und dann natürlich auch zwar trainieren wahrscheinlich, ja, da will ich niemand zu nahe treten, aber natürlich mit diesen Reisestrapazen ist es sicher nicht immer die ideale Lösung. Ja, auf der einen Seite sind wir stolz, dass wir Nationalspieler haben. Es sind auch Spieler bei uns zu Nationalspielern geworden, wie Sissoko, ohne dass er jetzt einen Einsatz hatte. Ja, ich denke nicht, dass wir da so zu sehr das als Problem sehen, sondern dass wir dann alles tun, das passiert gerade schon mit den Jungs aus Afrika, alles tun mit der medizinischen Abteilung, mit natürlich auch mit dem Trainerteam, dass sie sofort wieder zurück sind, nicht nur in der Heimat, sondern in ihrem Club, der sie bezahlt. Ja, das muss man ja auch so sehen. Das ist wichtig, dass sie dann wieder 100%ige Leistung bringen, mit voller Leidenschaft. Das erwarten wir von allen, das erwarten wir immer, nicht nur jetzt in der Situation, wo wir noch keinen Punkt hatten, an das oder erst einen Punkt haben, und das erwarten wir von allen, mit voller Leidenschaft und mit vollem Herz wieder mit dabei sein, egal für welches Land sie da vorgespielt haben. Das erwarten wir, das erwarte ich, das erwarten alle, die mit dem VfL Bochum fühlen, und das ist auch so ein Moment in dieser Länderspielpause, wo man das wieder richtig spürt. Und konkretes Beispiel: Balde hat gerade eben eine halbstündige Videositzung gehabt, das mich wieder daran erinnert, wie wir spielen wollen. Günter Pohl. Das Mikro, Günther. Zu der Verletzung von Bero, der ist verletzt. Was hat er und wie problematisch ist die Verletzung? Weil wenn mal einer vom Länderspiel zurückkommt, dann ist man ja immer alarmiert, dass es was Langes ist. Vielleicht ein bisschen konkreter, weil bis jetzt nur bekannt ist eigentlich, dass er verletzt ist. Konkreter werden wir da in dem Falle natürlich nicht. Ne? Also er ist verletzt und fällt jetzt erstmal ein paar Tage aus. Er hat sich im Training verletzt bei der slowakischen Nationalmannschaft. Im Training nach diesem ersten Spiel, im ersten Spiel war er noch im Einsatz und dann ist er zu uns zurückgeflogen und ist seither in unserer Obhut. Aber ich glaube, dass es nicht so lange geht. Das sind die Informationen, die ich habe. Da haben wir Mediziner, da haben wir Physios, ich bin keiner, aber da haben wir Spezialisten bei uns, die sagen, dass er bald wieder zurückkommt. Aber was es ist, ist für uns nicht relevant. Genau. Stefan Döring. Herr Zeitler, Sie haben gerade die Nationalspieler angesprochen. Einer, der im Club keine Rolle spielt, aber für die Philippinen auch sogar ein Tor geschossen hat, ist Gerrit Holtmann. Können Sie seine Situation ein bisschen beschreiben, warum er aktuell oder in den ersten Wochen außen vor war, ob es eine Chance für ihn gibt, wieder reinzurücken, gerade weil er ja, glaube ich, schon auch als Linksverteidiger spielen könnte? Ja, fast alles drin in der Frage. Ja, es stimmt, er hat nicht nur ein Tor geschossen, er hat auch einen Assist gegeben bei dem Spiel gegen Tadschikistan. Das will ich nicht abtun, auch wenn ich da lächeln muss mit dem Tadschikistan. Tadschikistan ist sicher keine führende Fußballnation, aber wir haben länger mit ihm gesprochen. Es war für ihn fußballerisch ein Erlebnis. Ja. Auch das erste Spiel, glaube ich, gegen Thailand, Stadion voll. Und er hat da sicher nicht nur Erfahrungen sammeln können, sondern es bringt ihn weiter. Er ist seit gestern wieder zurück, hat heute schon wieder ganz normal trainiert. Was seine Situation angeht, Sie haben es richtig gesagt, momentan sehen wir ihn auch als Linksverteidiger. Da haben wir gerade Maxi Wittek, der auch natürlich noch steigerungsfähig ist, aber eine solide Leistungen gerade bringt. Und da ist er eine Möglichkeit, weil wir haben nach der Vorbereitung dann einfach gesagt, dass wir ihn da sehen und dass wir im vorderen Bereich
jetzt erst mal andere sehen, aber er trainiert sehr gut. Und die Frage war ja, ob es eine Chance gibt. Ja, ein klares Ja, auch von meiner Seite, dass es eine Chance gibt, dass Gerrit Holtmann wieder zurück in Kader oder sogar in die Mannschaft kommt. Natürlich besteht die Chance, auch wenn er bisher noch nicht mit dabei war. Müsstest du dir einmal das Mikro schnappen, Günter Pohl nochmal. Die U21 spielt ja am Samstag parallel, damit ist ja dann zu diesem Zeitpunkt auch klar, wer nicht mitfährt nach Hoffenheim, wer wird bei der U21 spielen. Wir hatten gehört, es wird das Comeback von Tolba geben, ich nehme an, dass Kurt auch dabei sein wird. Könnte da noch der ein oder andere sich dazugesellen? Ja, ich kann konkrete Aussagen machen, was Tolba angeht. Stimmt, auch eine erfreuliche Nachricht. Das hat er geschafft mit unserer Unterstützung, dass er nach den schweren Verletzungen zurückkommt und sein Debüt gibt, 16.30 Uhr hier am Samstag auf dem LA-Platz mit der U21. Lennart Kort wird auch da spielen. Im Tor wird Hugo Rölicke spielen. Ja, das sind schon drei. Was die anderen, es sind noch andere möglich. Da müssen wir jetzt noch den morgigen Tag abwarten, aber es könnte sein, dass einer, vielleicht sogar zwei, auch noch die Mannschaft von Heiko Butscher verstärken werden, die ja momentan jetzt gut im Rennen liegt. Und da zeigt auch das Beispiel Pannewick, der da auch gespielt hat, der ein Erfolgserlebnis hatte, der da gut gespielt hat, der der U21 geholfen hat und jetzt hat er auch innerhalb unseres Kaders einen Sprung gemacht, sodass er dann auch am Samstag auch wieder die Chance hat, das muss ich vorsichtig formulieren, die große Chance hat, zur Spielzeit zu kommen. Markus Rensinghoff. Danke, Stefan. Mairam Bouadou, Sie haben es angedeutet, wenn er morgen das Abschlusstraining gut übersteht, dann wäre es möglich, dass er spielt. Was sind Sie für ein Trainer? Wie ticken Sie da? Es gibt ja dann immer die Möglichkeiten, wenn Spieler aus Verletzungen kommen, sie anfangen zu lassen, sie spielen so lange, wie es dann eben geht, oder dann halt sie in der Schlussphase einzuwechseln. Was macht da aus Ihrer Sicht mehr Sinn? Ja, wenn man die Qualitäten von Bouadou kennt, macht beides Sinn. Wichtig wird sein, dass ich morgen, ich habe gerade mit ihm gesprochen auf dem Trainingsplatz, ich ihm morgen die Frage stelle, ob es geht. Das ist die wichtige Frage, ob er da voll dabei ist und ich hoffe und ich bin da sehr zuversichtlich, dass er Ja sagt. Und dann müssen wir schauen, was da besser ist. Jetzt kann ich noch keine, wirklich im besten Willen, keine endgültige Antwort geben. Sie haben die zwei Möglichkeiten angedeutet, aber ich kann jetzt noch keine Auskunft genauerer Art geben. Er wird mit großer Wahrscheinlichkeit im Kader sein. Das kann ich sagen. Stefan Löhrin. Wir haben jetzt viel über den VfL Bochum gesprochen. Am Samstag heißt der Gegner TSG Hoffenheim. Die sind doch eigentlich mit höheren Ambitionen gestartet, als sie in den ersten sechs Spielen umsetzen konnten. Sind nur in Anführungsstrichen 3 Punkte vor dem VfL Bochum. Wie sehen Sie diese Mannschaft? Wie kann man sie knacken? Wie kann man André Kramaric unter Kontrolle bekommen? Ja, das ist eine Mannschaft, die im Pokal natürlich ganz knapp, glaube ich, weitergekommen ist, aber die noch zwei weitere Spiele hatte, nämlich im Europapokal gegen Kiew und gegen Midtjylland, was sie da gut absolviert haben. Gegen Kiew haben sie, glaube ich, zu Hause 2-0 gewonnen, ein Spiel, das wir auch beobachtet haben vor ein paar Wochen. Sehr talentierte Mannschaft, die junge Mannschaft mit sehr interessanten, guten Spielern, aber wie immer warte ich jetzt nicht, auch wenn ich da 3 Jahre selber dabei sein durfte, vor über einem Jahrzehnt, glaube ich, in Hoffenheim, wollte ich jetzt nicht so sehr über den Gegner reden. Ich weiß, das weiß jeder, der sich für Fußball interessiert, dass sie in der letzten Minute, glaube ich, unglücklich in Stuttgart dann noch einen Unentschieden hinnehmen mussten. Das zeigt diese Qualität. Aber ich sage auch ganz klar, ich sage wirklich ganz klar, wir gehen dahin, um was zu machen. Ich sage nicht, wir gehen hin und gewinnen 4-0, aber wir gehen dahin, um was zu machen. Und davon ist nicht nur der Trainer des VfL Bochum überzeugt, sondern auch seine Mannschaft. Günter Pohl. Die Zeit verwässert das ja alles, aber gibt es noch persönliche enge Kontakte? Weil man im Laufe der Jahre nimmt das ja immer mehr ab. Aber gibt es da wirklich noch jemanden oder Personen, wo der Kontakt dann eben doch noch besteht? Ja, ich habe es ja gesagt, nach einem Jahrzehnt sind die Personen, die handeln, schon andere. Ja, die wichtigste Person gibt es immer noch, das ist Dietmar Hopp natürlich, der damals schon von 2008 bis 2011
mit sehr, sehr wichtig waren, ganz, ganz wichtige Persönlichkeit auch im deutschen Fußball. Nein, sonst gibt es nicht viele. Ich glaube, 2, 3 Physios sind immer noch da und machen gute Dienste, auch was die Ärzte-Team angeht, aber es gibt keinen einzelnen Spieler. Den Trainer kenne ich sehr gut, Pellegrini, weil der war mein Spieler, als ich beim 1. FC Nürnberg war, bei der U21. Ein sehr guter Typ, sehr guter Trainer. Und ich freue mich, wenn wir uns sehen, aber auch um das geht es nicht. Es geht um den VfL Bochum, der punkten will. Markus Rensinghoff. Wir hatten in dieser Woche schon mal kurz darüber gesprochen. Und Sie sind sehr optimistisch, dass der VfL Bochum in Hoffenheim was macht. Wie kommt der VfL Bochum dann nach dem Sieg möglicherweise an eine Kiste Bier? Jetzt habe ich mich schon mal so was anderes eingestellt. Aber wir können ausmachen, dass nach jedem Sieg des VfL Bochum der Trainer, der vor Ihnen sitzt, 3 Punkte, 3 Kästen Bier zahlt. Das werde ich mit großer Freude machen. Und auch an der Stelle kann ich sagen, dass auch hier die ansässige Brauerei ein fantastisches alkoholfreies Bier macht, muss man auch mal sagen, das ich schon mehrfach genossen habe. Ich habe in meinem Leben schon in verschiedenen Ländern alkoholfreies Bier getrunken und ich glaube, das Beste ist hier. Ich nenne jetzt den Namen nicht, aber ich glaube, der könnte mit dem Anfangsbuchstaben am Anfang des Alphabets sein. Und ja, also was soll ich sagen? Ich weiß, dass es ein Thema war. Im Hochleistungssport nach Wettkämpfen hat Alkohol nichts zu suchen. Ja, das ist meine feste Überzeugung. Aber ich bin auch aufgewachsen und sozialisiert worden mit dem Fußball und in Landschaften, in Regionen, wo Bier Grundnahrungsmittel ist, ob das in Schwaben war oder in Bayern oder in Österreich. Deshalb wäre es für mich eine große Freude, aber das ist nicht das Thema. Also ich glaube, Bier ist nicht das Thema beim VfL. Wir haben andere Themen. Wir haben Themen, die wir mit Überzeugung und mit viel Freude angehen. Aber ja, wir können das ausmachen. Nach jedem Sieg würde ich das machen. Und wenn dann ein Spieler ein Bier trinkt, dann geht's noch, aber wir sollten nicht weiterzählen, wenn da Alkohol drin ist. Weitere Fragen? Scheint der Wissensdurst gestillt zu sein, auf jeden Fall an der Stelle. Besten Dank für euer Interesse. Wir sehen uns dann am Samstag in Sinsheim, 15:30 Uhr ist Anstoß.